Willkommen zurück zu Let's Play Lost in Blue Shipwrecked. Wir haben bereits den Abend des 19. Tages erreicht und wir haben, obwohl er sehr verregnet ist, den Tag genutzt, um einiges an Materialien zu sammeln und den 7. von 8 Schritten an unserem Hausbau fertig zu bekommen. Bevor wir allerdings ins Bett gehen, werden wir uns erstmal noch ein bisschen um unsere zukünftigen Mageninhalte kümmern. Wir verarbeiten unsere restlichen Essensobjekte zu einem leckeren Lunchpaket. Das wird ein sehr, sehr nahrhaftes bei den Mengen an nahrhaftem Essen, das da jetzt reinkommt. Immerhin eine Papaya, zweimal Fleisch, naja, und einmal rote Beeren, die sind dann nicht ganz so viel wert. Aber allein schon die Papayas und die zwei Fleischstücke, die sind schon einiges. Ich schätze mal, dieses Paket wird dann auch irgendwann an unseren lieben Aiden gehen. Wir wissen ja, dass Lucy nicht ganz so viel Hunger hat. Die kann sich auch mit dem abgeben, was wir so über Tag draußen auf dem Feld finden, wie Beeren und, naja, Beeren und noch mehr Beeren eigentlich. Mehr können wir auf dem Feld kaum finden. Außer natürlich den Erich am Wegesrand, der uns ab und an auch mal über den Weg läuft. Ja, soweit so gut. So bleiben noch drei Fleischstückchen, die wieder runtergenommen werden wollen. Noch zwei, noch ein einziges und da-da-da-da! Fertig! Ein 5 Sterne, was soll ist das? Braten! Immer schön, wenn da tatsächlich mal Braten steht, statt nur BTN. Ja, soweit so gut. Dann, weil es noch relativ früh ist, werden wir uns auch nochmal schnell zu unserer Ziege rüber begeben. Dann können wir die eigentlich auch nochmal eben melken, weil warum eigentlich nicht? Ja, dann nutzen wir außerdem, dass wir hier ins Inventar müssen, um eine Flasche zu holen, mal eben aus, um mal eben die restlichen Aufräumarbeiten zu erledigen. So, erstmal alles, was in Lucys Inventar ist, wieder ins Regal rein und dann nehmen wir uns alles mit, was wir brauchen werden. Dieser Holzklotz wird auf jeden Fall wichtig, kräftiger Stock wird gebraucht. Wir nehmen uns eine leere Glasflasche und schon mal eine volle, weil wir die Ziege ja morgen sowieso wieder füttern müssen. Und dann machen wir uns an die Werkzeugherstellung, denn wir brauchen noch einiges an Seilen. So. Dann machen wir mal wieder biegsame Reben zu weichen Seilen, die zum Hausbau noch benötigt werden. Herstellen, sehr gut. In Aids Beutel platziert und wir wollen noch mehr herstellen. Nämlich brauchen wir auch noch ein normales Seil. Immerhin ist jetzt wieder so viel Zeit vergangen, dass uns morgen hoffentlich ein Tier in die Falle gegangen sein wird. Und dementsprechend werden wir dann wieder eine neue große Falle aufstellen müssen. Und wir hoffen weiterhin, dass es bitte, bitte, bitte ein Schaf sein wird. Da wir jetzt schon mehrere Schafe sogar gesehen haben, aber keins davon in unserer Falle gelandet ist. Ja, da haben wir also eine neue große Falle zum Mitnehmen. Und dann werden wir jetzt auch noch Aidens Inventar mal eben noch zu Ende aufräumen. Also rüber zu Lucy mit dem Mist. Und dann können wir uns zu Bette begeben. Juhu! Aber erst nachdem wir, wie angekündigt, unsere Ziege mal wieder gemolken haben. Ach, wie ich dieses Minispiel liebe. Ziel, Aiden, Ziel! Ich glaube an dich! Bitte. Gott, wenn ich die Ziege wäre, das würde mich ja schon aufregen, wie dermaßen viel von meiner Milch hier verschwendet wird. Ja, auch schön, wenn es gar nicht reagiert mit dem Melken. Ja, läuft allerdings gerade ganz gut. In dem Moment, in dem ich das sage, rutscht natürlich die Fernbedienung wieder in irgendeine ganz andere Richtung aus. Ja, das für Melken ist auf jeden Fall sehr erfolgreich gewesen, zumindest für meine Verhältnisse. Juhu, wir haben mal wieder Milch in einer Flasche. Eine sehr gute Sache für Lucy vor allen Dingen. Ja, dann würde ich sagen, begeben wir uns wie gesagt ins Bett. A-Z, geschafft. Gute Nacht, mal wieder. Nacht. Was haben wir denn noch übrig? Milchflasche und unseren Fragezeichen-Fragezeichen-Fragezeichen-Braten. Nichts in Lucys Beutel und nichts in der Basis außer Wasser. Ah, die Erde bebt mal wieder. Ich hoffe, wir werden von keiner Welle getötet werden. Ja, guten Morgen. Was war das? Ein Erdbeben oder was? Es kann übrigens nicht passieren, dass wir irgendwie von einer Flutwelle überspült werden und deswegen Game Over gehen, wie Gott uns das mehr oder weniger angedroht hat. Jetzt füttern wir auf jeden Fall mal eben unsere Ziege und tun die Glasflasche wieder ins Regal rein. Perfekt, perfekt. Ja, und dann machen wir uns auf den Weg, natürlich mit unserem Partner zusammen. Wie gesagt, heute, es ist kein stürmischer Tag, wird es definitiv soweit sein, dass wir endlich unser Haus fertig bauen und beziehen werden.
Also, auf nach oben. Wir haben 53% momentan noch in der Flüssigkeitszufuhr mit Lucy. Das reicht, um nach oben zum anderen Strand zu kommen und dort einen Schluck Wasser zu uns zu nehmen. Da werden wir jetzt nicht die Zeit verschwenden, um hier welches zu uns zu nehmen. So, das wird also tatsächlich vorläufig das letzte Mal, wie gesagt, zumindest vorläufig, dass wir diesen Weg hier hinaufklettern müssen. Unglaublich aber wahr, es ist endlich soweit. Nach vielen Tagen und vielem Materialien sammeln und vielem hungrig werden und vielem, alles klar, du solltest was essen. Vielem Probleme mit der Ausdauer haben und was nicht sonst noch alles. Tja, auch heute ist kein unbedingt ausdauerreicher Tag für uns. Wir merken allerdings, dass das weiche Bett seine Arbeit gut macht. Obwohl wir mit so gut wie nichts an Ausdauer ins Bett gegangen sind, haben wir jetzt gerade 80%. Das ist doch mal eine Hausnummer für so ein Bett. Und es ist noch nicht mal das Kuschelipunkt-Bett. Es ist immer noch das Weiche. Wobei wir eigentlich mal so langsam aber sicher an dem Kuschelipunkt-Bett arbeiten könnten. Da sehen wir auch schon einen Holzklotz auf dem Weg, den wir auf jeden Fall mitnehmen wollen. Also Aiden, raus mit der Axt. 2, 3, 4, Timber! Jawohl. Wir schütteln wie üblich so lange hier vorne an dem Baum, während sie, jawohl, dieser Holzklotz hier vorne sich in ein tatsächliches Item verwandelt. Wir haben sogar einen Stock dabei gefunden. Und weiter geht's. Pring. Mal sehen, ob wir hier vorne wieder ein Tier antreffen. Sieht allerdings gerade nicht danach aus. Auf jeden Fall haben wir wieder den Erich am Wegesrand. Der lässt uns niemals zurück. Nee, auf jeden Fall kein Tier, das wir erlegen können. Aber wir klettern trotzdem mal vorne mit Aiden alleine hier vorne hoch, um den einen Baumstamm da oben mitzunehmen, den wir hier sehen. Denn wir werden heute kein zweites Mal an dieser Stelle hier vorne vorbeikommen. Wie angekündigt, wir ziehen in unser Haus rein. Bams! Boom! Zack! Kapau! Timber! Sehr schön, sehr schön. Und weil wir den gerade so schön hier vorne in Reichweite haben, nehmen wir auch den Stock mit. Und weil die dann auch gleich in Reichweite geraten, auch die roten Früchte, die dahinter liegen. Sehr schön, das hat sich doch gelohnt, hier hochzuklettern. Ja, sie wird durstig, ich sehe es, aber das interessiert mich nur geringfügig, weil wir ja sowieso gleich an einer Wasserquelle vorbeikommen werden. Du bist hungrig, Aiden, ich weiß es. Alles klar, du solltest was essen. Hier liegen noch ein paar Zweige, die wollen wir auf jeden Fall mitnehmen. Und einen Stein, den wir für eine Schleuder benutzen könnten, wenn wir denn überhaupt mal jemals eine Schleuder gebaut hätten. Ich finde Schleudern allerdings persönlich sehr, sehr nutzlos und sehr, sehr überflüssig, einfach nur als Inventarfüller normalerweise. Dementsprechend werden wir auch niemals Steine einsammeln. Haben wir hier vorne, jawohl, eine neue Steinplatte, sodass wir uns mal wieder eine neue Axt zusammen basteln können, wenn wir wollen. Sehr gut, Aiden, sehr gut. Dann bewegen wir mal wieder zu Lucy, was zu Lucy bewegt werden kann, und essen, was gegessen werden kann. Hier unten haben wir noch rote Früchte, also stopfen wir uns die auch mal eben schnell rein. Natürlich größtenteils mit Aiden. So, dann rüber zu Lucy, was nicht zur Axt verarbeitet wird, und Werkzeuge herstellen. Stellen. Andere, wo haben wir sie denn? Da, die Steinaxt. Die drei Items, die wir extra in Aidens Inventar dafür übrig gelassen haben. Herstellen, eine neue Steinaxt. So, dass wir auch keine Angst haben müssen, wenn unsere momentan benutzte Steinaxt zerbricht. Ja, dann klettern wir mal wieder hier vorne rauf. Das wird wahrscheinlich in der nächsten Zeit trotzdem weiterhin noch oft passieren, da wir in dem Waldgebiet regelmäßig Materialien sammeln werden müssen, ob wir wollen oder nicht. Und weiter geht's, direkt ins nächste Gebiet. Mal sehen, ob wir hier vorne mindestens noch ein Reh oder ein Wildschwein antreffen. Beziehungsweise einen Hirsch, keine Rehe, die gibt's hier nicht. Sieht allerdings auch nicht danach aus. Egal, dann sparen wir immerhin ein bisschen Zeit. Und sie wird immer noch durstig, ja, ja, ja. Wissen wir, Aiden, da musst du uns jetzt nicht alle paar Sekunden drauf aufmerksam machen. Sie ist auch immer noch hungrig, das wird sich auch erstmal nicht ändern können. Oh doch, da ist tatsächlich zerbrochene Schallplatte, doch ein Hirsch, den wir erlegen können. Also raus mit unserem Knochenspeer. Wir sollten uns mal wieder einen Bambusspeer machen, damit ich keine Knochenspeere auf diese Viecher hier verschwenden muss. Ja, ja, alles klar, du solltest was essen. Attacke! Das war ein bisschen früh, um den Schwer zu ziehen, aber wir haben es zum Glück noch rechtzeitig geschafft, das Vieh zu erlegen. Oh, wir kriegen nur ein einziges Mal Hirschfleisch von dem Ding. Nicht sehr spendabel, aber naja.
Wir nehmen uns mal nochmal Öl mit, damit wir uns vielleicht mal bei Gelegenheit eine zweite Fackel machen können. Die kann ja eigentlich nicht schaden. Dann brauche ich auch nicht so sonderlich sparsam mit denen umzugehen. Ist ja eigentlich unnötig, damit wirklich so sparsam zu sein, wenn wir so oft Öl einfach liegen lassen und so viel Bambus in unserem Lager haben, dass wir uns jederzeit neue Bambusfackeln zusammenstellen können. Ja, 12% sind auf jeden Fall ein guter Grund, um einen Schluck Wasser zu nehmen. Blup, wieder beide auf 100%. Und dann begeben wir uns in den Dschungel rein. Mal gucken, ob wir da noch irgendwelche interessanten Items haben. Und außerdem wollen wir natürlich, wie gesagt, durchgehen zum Sumpfgebiet, um dort mal nach unserer großen Falle zu sehen, bevor wir unser Haus fertig bauen und einziehen. Dafür sollten wir hoffentlich genügend Zeit haben. Erstmal gucken, Holzklötze sehe ich erstmal nicht. Auch sonst gerade keine interessanten Items, die hier direkt vorne anliegen. Ja, dann klettern wir jetzt scheinbar hier vorne zu dem Baum hoch, obwohl ich mich eigentlich nur nach links umgucken wollte. Egal, haben wir hier irgendwas wirklich Interessantes? Wir können das Rebengreifen-Minispiel spielen. Wenn wir schon mal hier oben sind, machen wir es auch direkt. Also, Start, Rebengreifen. Nummer 1 von 5. Nummer 2 ist nicht gut. Nummer 3 ist gut. Jawohl, Nummer 2 von 5. Ah, verdammt, wir haben tatsächlich mal eine Rebe nicht gekriegt. Was? Wir haben sogar zwei Reben nicht gekriegt, weil... Spiel? Fernbedienung? Okay, wir haben 3 von 5 Reben immerhin gekriegt. Ich weiß nicht genau, was gerade mit der Fernbedienung los war. Die hat definitiv nicht genau das gemacht, was ich versucht habe zu tun. Aber okay, ich bin hungrig. Müssen wir uns jetzt mit abfinden. Wir haben immerhin 3 von 5 bekommen. Ich glaube, wir haben auch irgendwo die Nicht-Guten verschwendet. Ja, dann nochmal die ganzen Items hier vorne, wie die Zweige und Früchte einsammeln. Holzklötze gibt es für uns keine mehr einzusammeln, aber es gibt definitiv einen Weg rüber auf die Insel. Das ist ja schon mal eine sehr gute Sache, nicht wahr? Mal gucken, ob wir vorne ein Krokodil antreffen. Wäre natürlich nicht schlecht, so ein bisschen Krokodilsfleisch zu finden. Ne, kein Krokodil für uns. Ja, da vorne haben wir allerdings eine rote Frucht und sie ist hungrig. Da hinten ist auf jeden Fall wieder irgendwas. Sobald wir über den See gefahren sind, werden wir auch betrachten können, was wir da genau gefangen haben. Die Spannung steigt. Ist es eine Ziege? Ist es ein Schaf? Ist es ein anderes Tier, das wir zähmen können? Bitte, bitte, sei ein Schaf. Und bitte, bitte, lass mich dich zähmen können. Sei nicht irgendwo direkt neben der Falle gespawnt und sei dadurch nicht gefangen worden. Das fände ich nämlich gar nicht schön. Ja, aber erstmal gucken, dass wir wieder ohne irgendwo an den Kanten des Sees anzuecken auf die andere Seite kommen. Paddel, paddel, paddel. Ja, Kanten des Sees, es ist schon ein bisschen merkwürdig, dass man tatsächlich hier links und rechts anecken kann, sodass das Floß nicht mehr nach links und rechts weiterfährt. Aber was soll's, auch wieder so eine Geschichte von Spiellogik, sollte man nicht hinterfragen, bringt sowieso nichts. Erfolg, wir haben unser Ziel erreicht. Tja, und ich würde sagen, um die Spannung aufrechtzuerhalten, ob wir tatsächlich endlich mein gewünschtes Schaf bekommen, machen wir hier eine kleine Pause und sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann definitiv unser Haus beziehen werden und hoffentlich ein Schaf zähmen. Wer weiß. Also, bis zum nächsten Mal. See ya! Willkommen zurück zu Zweispieler Lost in Blue. Yay. Dieses Mal spielen wir den Trommeltanz. Erstens, der Spieler mit den meisten Musiknoten gewinnt auf dem Bildschirm zu... Der auf dem Bildschirm zu sehen ist, was? Nee, einfach nur auf dem Bildschirm zu sehen ist. Da hat man entweder was vergessen oder... Ja, nicht wirklich aufgepasst. Ja. Nochmal erstens, Nunchuck oder Fernbedienung schwingen, wenn ein Icon erscheint. Was so gut gemacht hat, Spiel, ich bin beeindruckt. Drittens, so lange schwingen, bis das Icon, wie das Icon auf dem Bildschirm erscheint. Diesen Text hat niemals jemand kontrolliert gelesen. Nee. Okay, dann schauen wir mal. Hua, Nunchuck. Hua, Fernbedienung. Das ist wenigstens sehr simpel, immerhin muss man ja wirklich nur schlagen, wenn gerade die Icons beim Ankommen. Oh ja, und bei den Durchgezogenen muss man natürlich permanent schütteln. Genau, schütteln. Und das, was wir mit zwei Leuten jetzt machen, anstatt nur mit einem Charakter alleine, logischerweise. Ja. Die Tiere versammeln sich im Hintergrund, ist es nicht ein schönes Bild, wenn man wirklich drauf achten könnte, wie sie da unten tanzen. Ich versuche so mit einem Auge drauf zu achten. Ja, mit dem bekloppten Affen und dem Hund dabei, der Hund hat vor allen Dingen Spaß an der Sache, habe ich so das Gefühl. Ja, und die Waschbären sind sowieso... Hat Spaß. Die Affen und Waschbären hier sind sowieso merkwürdig. Warum ist der Affe eigentlich nicht dabei? Warum sind hier nur Waschbären? Also der große Gorilla-Affe, meine ich nicht, unser Äffchen da.
was auch immer das wirklich ist. Wir wissen es nicht. Es ist das Wesen von einer anderen Welt. Es ist eine unergründliche Spezies. Wir werden es niemals erfahren. Ja. Links, rechts, links. So viele gleichzeitig. Mir hat er gerade was angenommen, was ich gar nicht gemacht habe, aber... Das ist eine Wii-Fernbedienung, die nimmt auch an, wenn du die Fernbedienung wieder nur zu dir hinziehst, wenn du sie einfach nur wieder in Position bringen willst für den nächsten Schlag. Ja, das ist das Problem mit Motion Controls, aber das muss ja unbedingt sein. Ja, das war eine tolle Idee von Nintendo. Jawoll, SP1 gewinnt, yay, es steht jetzt 3-2, ich gehe das erste Mal in Führung während unseren Versus-Minispielen, weil du die beiden Rafting-Spiele gewonnen hast. Ja, das war's, Runde 5, bis zum nächsten Minispiel.